Ausschau! Nach Hause! Los! Faschisten! Hängt euch in den Arsch! Allein Maul! Straße, Materialtelefon? Ja, hier ist Bahnke, schönen guten Tag. Ich hätte einen Badeofen da, den, wenn Sie Interesse dran haben, sich abholen können. Ein Badeofen? Mhm. Ein Kohlebadeofen. Kohlebadeofen, gut. Ja, so ist es hier gefragt. Ja. Der Bauhof ist eingerichtet worden, um halt die notwendigen Materialien für die instand besetzten Häuser zu lagern. Und das setzt sich aus zwei Materiallagern zusammen. Das erste ist das Materiallager für die Sachen, die von den 50.000 Mark Spenden gekauft worden sind. Und die zweiten Sachen sind halt die, die wir aus Ablisshäusern zum Beispiel abholen oder die wir von halt Nachbarn und Handwerkern gespendet bekommen haben. Es ist zum Beispiel unheimlich viel Glas gespendet worden. Also für 6.000 Mark und sind unheimlich viele Öfen auch hier angebracht worden, weil also die meisten instandbesetzten Häuser sind vorher also mutwillig zerstört worden. Und es ist also weder Wasserinstallation noch Strominstallation und noch Heizung vorhanden. Dabei laufen die gebrauchten Sachen also nicht alle nur über hier, größtenteils eigentlich nicht, weil wir haben so ein Materialtelefon in der Kartei und da kann angerufen werden. Und die Leute, die das brauchen, holen sich das meistens dann auch selber ab an Ort und Stelle. Das spart also für uns eine ganze Menge Arbeit. Da brauchen wir so eine Sache nicht zweimal in die Hand zu nehmen. Und wir wollen auch sehen, dass es längerfristig auch anderen Mietern hier im Gebiet zugutekommt, die also alle unter dieser schlechten Instandhaltung leiden, dass die also selber mit dem Material, das wir hier haben, auch was machen können. Bis hin, dass sie sich Bäder einbauen können oder vielleicht mal ein neues Waschbecken anschauen. Das war also von Anfang an mit ein Teil von dem Konzept hier von diesem Bauhof. Nach dem Frühstück bin ich losgefahren und habe die dritte Fuhre Fensterflügel aus dem Haus in der Liegnitzer Straße geholt. Da haben sie komplett die Fenster erneuert, obwohl die alten eigentlich noch ziemlich gut sind. Und da haben wir zum ersten Mal welche bekommen, wo auch noch die Rahmen dabei sind, die man also eigentlich woanders wieder einsetzen kann. Da haben wir heute noch bestimmt 100 Fensterflügel da gekriegt. Wieder Bernie gemacht, also bin auch auf dem Dach gewesen, habe die Schiefer abgeschleppt, also diese Biberschwänze von dem alten Dach. Und dann bin ich noch umgeklettert und habe geguckt, naja, wie das Dach gedeckt werden muss oder so, wie man da am besten drauf kommt und so. Aber heute ist so am Regnen, dass sich das nicht lohnen wird. Haben wir einen besorgt? Ja. Wenn er da ist. Oh ja, hier oben. Wie wollt ihr den denn haben? Nee, es gibt nur so. Ja, natürlich.
gut. Also Doppelwurfel 50, die habe ich euch gegeben. Hartigung 50, 45 Grad. Die haben wir auch gekauft. Habt ihr auch gekauft? Ja, hier. So, 3 Hartero 50, die haben wir euch gegeben. Das den Hanepil, das weiß ich nicht. Überall auf solche Verbadungen mit Ziffern haben wir nicht. Bei anderen Kollegen morgen also. Ah ja, Max hat doch irgendwie einen Termin ausgemacht. Wir sind aber eine Stunde früher da gewesen, das war alles fest. Wie war das fest? Ich hab aber gar nicht mitgekriegt. Du bist doch morgen die Lukauer, hast du gesagt. Morgen früh. Nächsten Morgen früh da schnell die Steigleitung, morgen nach hier eine Steigleitung. Wir haben heute Abend schon die Durchbrüche gebohrt und das Ding angeschoben. Geht bloß auf Etagenplänen. Jeweils von einer Viertelstunde pro Etagenplänen. Da sitzt ihr da nicht dran. Bei 2 Stunden insgesamt halt. Aber was ich noch fragen wollte, sind die ganzen Steigleitungen jetzt abgeblieben? Da ist nichts mehr da. Und ja, müssen wir die wieder einsammeln. Es sieht offensichtlich aus, dass sie sich nicht von sich aus zurückbringen. Scheiße. Klar, aber ist auch logisch, die meisten Leute haben keine Autos, ne? Hier, die Kohlfotter hat kein Auto, ne? Wir haben den immer 50. Ja, und das, was wir mehr brauchen. Du meinst, ja, wir haben den immer 50 Meter Ringe mitgegeben. Ja. Auch wenn du nur 10 Meter brauchst. Sonst hast du auch zu viel Verschnitt. Das ist eine Illusion, dass die wieder zurückbringen. Das ist eine Illusion, natürlich, das war so vereinbart. Aber sonst hast du eben 2-3 Meter Verschnitt und das heißt eben 20-30 Mark, ne, die du wegschmeißt. Wenn der auch zu schreien. Der ist aber schon vor. Ich denke, wir morgen schon mal holen, Wände raus, danach Schutt direkt. Und wer macht dann noch mit? Mhm. Und danach dann die beim Zumauern. Die haben mit Kürze weg. Nee, du musst bitte deine Wände noch rausknopfen. Nee, die machen doch nicht mit. Können wir doch direkt danach machen. Ja. Ey, was ist hier? Den Komplex kein bestimmtes Konzept. Ne? Das heißt, hier wird in Wohngemeinschaften gewohnt oder so. Also es gibt eben Mischformen. Ne? Und jeder kann sich halt seine Wohnform, wie er haben will, kann er sich einrichten. Ne? Und wenn er ein Zimmer haben will, dann nimmt er das. Und wenn er halt mit anderen Leuten zusammen wohnt, dann reißt er die Wände raus. Und das, also finde ich auch toll, wenn das so bleiben würde. Ne? Wie seht ihr eure Perspektiven hier? Von wegen Räumen? Ja, das hängt davon ab, wie sich das insgesamt weiterentwickelt. Also je länger wir hier drin sind, umso stärker wird auch das Gefühl, auf jeden Fall drin bleiben zu wollen. Ja, ich glaube auch, du kannst da nicht so dran gehen und sagen, wir werden vielleicht geräumt. Das lähmt deine Energie, ne? So einfach machen. Glaube ich, das Beste ist. Und ich meine, an den Arbeiten sieht man ja eigentlich auch, dass wir von Anfang an davon ausgehen, dass wir drin bleiben. Ne? Sonst muss man immer überlegen, was lohnt sich nicht, und dann ist man ganz unten. Ne? Das hat überhaupt keinen Sinn. Geblieben. Was ist uns
der Herren von der Gadak hier. Die alte Gasleitung, die ist defekt. Nee, unsere ist nicht defekt, die ist völlig in Ordnung. Die muss aber, da wir einen neuen Anschluss hier herstellen müssen. Ich denke, das Haus soll abgerissen werden. Warum soll dann? Ja, warum und wieso nur, das ist egal. Also lassen Sie uns bitte mal rein. Nee, warum, wissen Sie, ich verstehe nicht, warum schreibt denn jetzt nicht der Hauswirt, dass hier, oder die Gasak, dass hier soll was ausgewechselt werden. Wissen Sie, hier sind die Scheiben zerschlagen worden. Hier ist reingekommen, wer das wollte. Glaub ich, das glaub ich ja, gerne. Bitte, jetzt soll die Firma oder der Hauswirt soll jetzt gefälligst nur mal schreiben, was er hier überhaupt vornehmen will. Da kann doch nicht jeder kommen und sagen, ich reiße eine Leitung raus, ich darf den Dreck wegmachen. Wieso? Das ist mir zu blöd. Die alten Leitungen, die verlegt sind, sind nicht mehr zulässig. Deswegen sind neue Gasleitungen schon bereits verlegt im Keller. Ja? Und jetzt geht es darum, dass ihr mit eurem Gasschrank damit ran müsst. Ja? Jetzt ist aber die Frage, die alte Leitung müsste dann auch erneuert werden. Ich weiß nicht, ob die Gasak die alte Leitung an unsere neue mit anschließt. Ja, Moment, das ist das Problem. Ich habe vorhin aber einer am Telefon gesagt, sie wollen nur bis zur zweiten Etage die Leitung machen. Daraufhin habe ich gesagt, auf gut Deutsch, sie wollen einen Zugang für den Eigentümer haben und alles andere wollen sie abklemmen. So habe ich das auch. Im Moment an sich mehr um den Status quo, so wie er ist, um das praktisch so herzurichten, wie jetzt auf einer bestimmten Grundlage, die jetzt vorhanden ist, eine rechtliche Grundlage. Das heißt, diese Sache ist besetzt, sie wohnen hier noch drin und im Prinzip, sie sind ja einzige Mieter oder ihr Vater jetzt, wie sie gesagt haben. Und dass wir jetzt also den Status quo herstellen. Ob wir jetzt mit der GSG zum Beispiel sprechen und sagen, ja, Mensch, eben, zieht die Leistung, Teil, die Leitung bis in vierte OG in mit, warum nicht? Ich meine, so viel Kosten sind das auch nicht. Ich meine, meinen Sie nicht, dass mal an der Zeit ist, wenn ein Haus seit Oktober 74 vergammelt und leer steht, dass da mal was passieren müsste? 74 ist doch eine ziemlich lange Zeit, ne? Ich meine, da muss doch die GSW oder die müssen doch nun mal in irgendeiner Form, denn es ist ein Gerichtsurteil, liegt da für den legalen Mieter vor. Da müssen sie doch nur in irgendeiner Form, oder warten sie auf den Tod von diesem alten Mieter, damit sie es nachher abreißen können. Auf gut Deutsch gesagt, das ist die Pflege unserer Rentenprogramme, die wir hier haben in der Demokratie, ne? Das höchste Gericht hat hier entschieden, der Oberlandesgericht, das Unkraut Salzbrunner bleibt wohnen, das Haus wird nicht abgebrochen. Schluss. Haben sie wohl auch ganz schön zum Teil terrorisiert, dem haben sie die Scheiben eingeschlagen, etliche Sachen. Die haben wohl auch, hat uns die Tochter mal erzählt, so die Ahnung, dass es auch wieder von den Besitzern auslief oder von irgendwelchen Bautrupps, dass sie mit Absicht gemacht haben, dass sie andere Scheiben im Haus zerdroschen haben, eben auch so ein bisschen bei ihm. Ne? Und da hat er natürlich auch ziemlich Schiss gehabt, weil ich meine, er ist ziemlich gebrechlich mit seinen 83 Jahren. Von daher war er ganz froh, dass wir hier eingezogen sind, ja. Dass er nicht mehr allein sein muss. Also wir sind nicht alle aus Kreuzberg, ne? Ein Teil von Leuten sind aus Kreuzberg, ein paar sind aus anderen Bezirken. Wir sind eigentlich auch ziemlich bewusst hier nach Kreuzberg gezogen, also nach 36, weil es gerade hier in dem Dreh halt schon diese besetzten Häuser gab. Weil es war für uns einmal eine Sicherheit und zum anderen, ja, war hier irgendwie was los und hatten auch das Gefühl, dass sich hier am ersten erstmal was entwickelt wurde. Dass hier also Leute sind, die sich wehren. Also wenn du zum Beispiel mal oben in Gesundbrunnen guckst, da haben die ihr Sanierungsprogramm durchgezogen, da ist totaler Kahlschlacht. Da wehrt sich keiner, weil da gab es mal kurz auch ein besetztes Haus, diese Schrippenkirche, das wurde aber geräumt und abgerissen. Und die Bevölkerung selbst, die wohnen in ihren Neubauten und sind also, scheint es fast, sind glücklich oder so. Was tun sie so? Und hier in 36 sah es halt ein bisschen anders aus. Ja, da gab es also Mieterläden, die also schon 10, 15 Jahre Mieterarbeit machen, die dann auch, also von denen aus dann auch, nicht von den Mieterläden, aber also als Entwicklung aus Häuser besetzt wurden, so also als Druckmittel, als weiteres. Die Besetzung war ja zu dem Zeitpunkt auch schon organisiert, weil es gab ja also auch den Besetzerrat eigentlich schon seit einer Zeit, weil wir konnten also davon ausgehen, dass Leute sich hier nicht nur Häuser nehmen, sondern auch
versuchen irgendwie ja, ihr Leben selbst zu organisieren, halt irgendwie diesem normalen Leben, so von 8 Stunden Arbeit, Fernseher, Bier und Schlafen, was entgegenzusetzen. Ne? Das ist hier in Kreuzberg also schon ansatzweise vorhanden gewesen. Das war für uns ein Grund, hier ein Haus zu besetzen. Und ganz abgesehen, dass man versucht, in Stadtteilen wie Kreuzberg und Wedding, die halt so von der Urbevölkerung her so strukturiert sind, dass halt mehr sozial Schwache da wohnen, wa? Dass man möchte, weil man merkt, dass die ganze Konjunktur sehr oder die ganze Wirtschaft sehr rückläufig ist, na? Dass man halt auch befürchtet, dass gerade in solchen Stadtteilen, na, das eben wieder zu Aufständen kommen könnte. Und um das schon zu vermeiden, versucht man, dass man die Bevölkerungsstruktur unterbricht, na? Und die Leute in ganz verschiedene Stadtteile ansiedelt, na? Das heißt also, die ganze Sozialstruktur dadurch kaputt macht, wa? Und irgendwie ein Gefühl, was hier abläuft, jetzt hier in, zum Beispiel in dieser Häuserbewegung, wa? Oder auch in anderen Gruppen, die sich wehren, weil das irgendwie eine Sache ist, die viel mehr aus dem Bauch kommt, wa? Dass sich jetzt alles zurzeit so eskaliert hat, wa? Dass so die Lebensbedingungen so hart sind für den Einzelnen, wa? Dass das irgendwie so ist, als ob man platzt. Wa? Ich glaube, die Wut wird auch dadurch gesteigert, dass irgendwie so der Leistungsdruck irgendwie sich also wirklich von Tag zu Tag einfach verschärft. Genau wie sie sagte, na, die Mieten sind wahnsinnig hoch, um die bezahlen zu können. Und um noch einigermaßen sonst noch leben zu können, musste immer mehr arbeiten. Na. Und es wollen halt immer mehr jüngere Leute halt nicht mitmachen, dass sie wirklich nur noch von morgens bis abends ackern und dann schlaff irgendwie ins Bett fallen und sonst ist nichts passiert. Na. Und das ist eigentlich das, was die wollen, na, dass du wirklich nur noch ackerst und über nichts mehr nachdenken kannst und nicht mehr leben kannst, wa? Und da kriegst du halt einfach irgendwann mal eine Wut, wa, wenn du das merkst. Ne? Also ich glaube, es ist nicht nur so eine Wut, ne? Also ich glaube, da kommt auch eine ganz große Portion Verzweiflung dazu auch, ne? Also dass einfach die meisten Leute auch sehen, dass es nicht mal, also geschweige denn möglich ist, wirklich zu leben, sondern nicht mal möglich ist zu überleben, ne? Also einfach keinen Job zu kriegen und in einer Einzimmerwohnung zu wohnen und da überhaupt isoliert zu werden, auf allen Ebenen einfach, ne? Mhm. Und einfach, also ich fühle mich auch so ein bisschen, also ziemlich stark eigentlich so an die Wand gedrückt auch so, ne? Und das ist dann manchmal eben auch, wie dann eben am 12.12. so ein, vielleicht auch einfach so ein blindes Um sich schlagen einfach, ne? Also wo es dann auch so Plünderungen kam und so, ne? Das hat denen aber eben auch so einen Schreck eingejagt einfach, ne? Dass sowas auch möglich ist überhaupt, ne? Also wir haben ja schon Vorstellungen, weil das fängt schon damit an, dass wir halt in einem Haus zusammenwohnen wollen. Wir wollen nicht in irgendeinem Neubau oder eingepfercht oder in einer Einzimmerwohnung. Das haben die meisten von uns auch schon durchgemacht. Ne? Da haben wir keine Lust zu. Und wir haben auch halt die Vorstellung, nicht nur zusammen zu leben, sondern auch zusammen zu arbeiten und uns zusammen zu wehren. Ne? Aber also zurzeit sieht es halt so aus, weil dass wir uns nur zusammen wehren, weil zu weit anderen kommen wir halt nicht. Ja? Und das ist natürlich auch irgendwo ein bisschen wenig. Aber trotzdem wehren wir uns. Das gehört habe ich nicht, aber deshalb kam ich hier runter. Hier, die Dame da oben, ist die auch nicht, ne? Schade.
als wir Fahrwasser gemacht haben, kamen wir dann hier um die Ecke. Da standen die Bullen da gerade vor der Kugelstraße. Na, das hier war mal besetzt. Das war besetzt, dann da sind sie rausgegangen und das hier auch. Da hinten ist ja alles besetzt. Das letzte Stück, das ist alles besetzt, glaube ich. Weil das hier will weiter alles. Die ganzen Häuser da hinten alle. Uli, ihr haltet hier regelmäßig Nachtwache. Heute sitzt du die ganze Nacht hier. Welchen Sinn hat das? Ja, mir ist ziemlich wichtig irgendwie so, weil halt das öfter und auch nachts irgendwie Alarm ist, dass man irgendwie zeitig Bescheid kriegt, wenn irgendwas los ist, kommen Leute vorbei, sagen, was los ist, kann man rausgucken, das ist schon ziemlich wichtig, ne? Weil oft gerade nachts auch schon so Anschläge von Faschis gelaufen sind, ne? Die dann angerückt kamen und zum Beispiel hier oben ist auch ein schönes Loch, haben sie mal so mit einer Stahlkugel durchgeschossen. Ne? Und in letzter Zeit hat man ja auch gehört, dass die in Häuser reingegangen sind. Ist auch wichtig, sowas rechtzeitig halt mitzukriegen. Ne? Und vor allen Dingen, dass falls geräumt wird, dass halt immer jemand da ist und schnell Bescheid mitkriegt. Ne? Dass man die Leute dann weckt und dann loszieht oder hier bleibt. Wie erfahrt ihr, ob geräumt wird oder wie? Ja, gibt es irgendwie, ja, zum einen die Fahrwache, ne, durch die man das erfährt. Und zum anderen gibt es einfach auch Kuriere, die so durch die Straßen gehen und an den Häusern vorbei und Bescheid sagen, wenn irgendwo was los ist. Einige Häuser sind da, die haben 36 angeschlossen, wo also auch über Funk in Kontakt bleiben während der Nacht. Ne. Wir haben noch eine eigene Fahrwache da hinten. Mir kommt es öfters vor, dass es Alarm gibt? Also in letzter Zeit, ja. Letzter Zeit ist fast jede Nacht, dass irgendwie was los ist. Dass sie irgendwo auffahren. Und ja, irgendwie was weiß ich was. Also ich glaube, ziemlich viel Terror machen einfach, ne? Um so zu sehen, was halt so rüberkommt. Also sind jetzt ja auch zwei Häuser geräumt worden, für die ja weder eine Abriss- noch eine Modernisierungsgenehmigung bestand. Ne? Und ich glaube, also ich sehe da nur so einen Grund darin, zu sehen, was halt so rüberkommt nach einer Räumung, ne? Was da so an Gegenwehr kommt. Ne? Und jetzt heute, dass sie mit Bauarbeiter wieder im Haus angerückt sind, ne? Also scheint so richtig irgendwie so einen Trab halten zu wollen, dass man so richtig irgendwie langsam aber sicher kaputt geht. Wa? Also wie gesagt, weil das halt zur Zeit fast jede Nacht ist, dass irgendwas los ist, ne? Dass man irgendwo hingerufen wird, weil irgendein Räumungsalarm ist. Manchmal sind es dann Räumungsalarme, wo sich dann rausstellt, dass gar nichts ist, ne? Weil das wahrscheinlich dann gestreut wird, dass man auch immer schön mobil bleibt, ne? Kann ich mir vorstellen. Und ja, wie gesagt, das ist halt ziemlich oft jetzt in letzter Zeit, ne? Dass ja, glaube ich, einen versuchen, so richtig irgendwie so schlapp zu machen, dass man vielleicht mal kapituliert oder sowas. Wenn ich außer Hauses schlafe, träume ich unheimlich viel vom Haus und von Räumen und habe also alle Varianten der Räumung schon durchgeträumt. Das sind also die ersten Fantasien, die da abgelaufen sind beinahe. Wenn ich im Haus bin, träume ich eigentlich weniger davon, komischerweise. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich träume gar nicht oder träume sonst irgendeinen Quatsch auf jeden Fall. Ne? So, weil wie gesagt, so einen schönen Tiefschlaf zu erreichen, ist in letzter Zeit ziemlich schwierig geworden. Wovon träumst du da konkret? Wovon träumst du da Räume? Träume ich da? Ich habe mal einen sehr irren Traum gehabt, den fand ich sehr realistisch fast. Irgendwo sind wohl auch Wannen aufgefahren gewesen, so hier in der Adelbertstraße. Und also man war irgendwie nur zu zweit im Haus gewesen, was ja auch öfters mal vorkommt. Und ich bin ins Haus gelaufen, habe das irgendwie verbarrikadiert und habe dann unheimlich Schiss gekriegt, das habe ich auch geträumt. Ne? Und jedenfalls, die versuchten zu stürmen und haben das erstmal nicht geschafft und haben dann eine ganz riesengroße Truppe von Amis geholt. Ne? Und die haben dann also so mit dem Brecheisen in weniger Zeit die Türe aufgehabt und sind mit Maschinengewehren sind dann ins Haus gestolpert
und haben einen dann irgendwie oben auf dem Dach dann entdeckt und dann bin ich aufgewacht, schweißgebadet, ne? Und das erscheint mir gar nicht so unrealistisch, dass die halt mit, irgendwann, wenn sie es nicht mehr packen, mit den Alliierten hier aufspazieren, ne? Und die seien also auch grausig maskiert und also so richtig Robotergestalten waren, dass die da ins Haus gejagt kamen, ne? Anderes Mal habe ich geträumt, so ich werde verhaftet und es ist mir eine ganz ominöse Flucht gelungen, irgendwie mich nach der Verhaftung zu befreien. Das habe ich, also, ja, das sind also zwei Träume, die mir jetzt so eingefallen sind. Zum einen diese Verhaftung, wo mir die Flucht gelungen ist, und zum anderen dieses massive Auftreten. Schon ein bisschen länger her, aber ich habe den noch ziemlich genau in Erinnerung, ne? Der Freiheit beraubt, hinter Mauern eingesperrt, gedemütigt, getreten, entmündigt und entnervt. Doch ich sag euch was, ich atme und ich lache und ich liebe noch, also muss ich noch am Leben sein. Und ich esse und ich trinke und ich träume.